Die SPD-Fraktion, Johann Saathoff. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute geht es in dieser Aktuellen Stunde um die Souveränität der Energieversorgung. Und ich finde, das ist ein gutes Stichwort, Souveränität der Energieversorgung. Denn weil du Sülms Chlor fiedelst, musst du an den Neitau mauen. Also, man muss es nicht anderen zumuten, was man selber machen kann. Und Souveränität ist wichtig. Wir wollen uns grundsätzlich nichts aufoktroyieren lassen, sondern unsere Geschicke selbst entscheiden. Aber Herr Cottré, bevor Sie glauben, dass jetzt zu viel Einigung in Ihrer Richtung unterwegs ist, wir kommen nur zufällig zu dem gleichen Ergebnis. Wir haben völlig unterschiedliche Beweggründe, zu diesem Ergebnis zu kommen. Sie glauben nämlich, man könne so tun, als seien wir schon unabhängig in der Energieversorgung. Und das ist definitiv nicht der Fall. Sie von der rechten Seite des Parlaments verstehen es oder versuchen es mit Stein und Braunkohle. Steinkohle aus Deutschland ist schon seit Jahrzehnten nicht wettbewerbsfähig gegenüber ausländischen Quellen und wird zu 100% aus dem Ausland importiert. Braunkohle hat Auswirkungen auf ganze Landschaften und der CO2-Ausstoß ist enorm. Sie versuchen, deutsche Unabhängigkeit zu simulieren mit der Atomenergie. Aber Sie beachten nicht dabei, dass Uran zu 100% aus dem Ausland bezogen werden muss. Und wir könnten tatsächlich in Deutschland mehr Erdgas fördern. Wird aber wohl nicht reichen, denke ich mal. Die einzigen Energieträger, die in Deutschland kostenlos und unendlich zur Verfügung stehen, das ist die bittere Wahrheit für Sie, meine Damen und Herren von der AfD, sind Sonne und Wind. Und darauf setzen wir als SPD-Fraktion. Und dass die SPD-Fraktion darauf setzt, das ist übrigens nicht erst seit letzter Zeit, sondern schon Jahrzehnte. Ich darf an dieser Stelle, glaube ich, mal darauf hinweisen, dass es Hermann Scheer war, der sich dafür eingesetzt hat, das Stromeinspeisegesetz reingebracht hat, mit dem alles begann, erfunden und umgesetzt von der SPD. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die letzten Wahlen haben uns gezeigt, dass der Anteil der Menschen, für die Klimaschutz wichtig ist, in ganz Deutschland definitiv größer ist als aktuell hier im Deutschen Bundestag. Und weil das so ist, werden wir Erdgas sicher brauchen auf dem Weg zu den Erneuerbaren, die die Menschen in Deutschland eben auch wollen. Und selbstverständlich soll dieses Erdgas auch zunehmend grün werden. Aber das dauert eben noch etwas. Und wir sind eben nicht unabhängig, denn nur mit Erdgas aus der Krummhörn zum Beispiel werden wir die Republik nicht versorgen können. Weil das so ist, sind Kooperationen dringend notwendig. Wir brauchen verlässliche Partner. Und wir müssen uns breit aufstellen und unsere Versorgung mit Erdgas diversifizieren. Gerade auch, nachdem klar ist, dass zum Beispiel die Erdgasquellen aus den Niederlanden schnell versiegen werden. Und genau dafür ist auch Nord Stream 2 notwendig. Und zwar für ganz Europa und nicht lediglich für Deutschland, wie Sie sich das wünschen würden. Russland, liebe Kolleginnen und Kollegen, Russland war bei der Gasversorgung immer ein verlässlicher Partner. Und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass das nicht auch in Zukunft so ist. Und durch die Kooperation mit Russland hat Deutschland immer auch eine Kommunikation gehabt, einen Kommunikationsfaden, der so wichtig ist in dieser unsicheren Welt, die wir gerade außenpolitisch erleben. Das mag dem einen oder anderen unpopulär erscheinen, das mag auch unpopulär sein. Aber auch und gerade in schwierigen Zeiten sollte man den Dialog suchen und nicht die Konfrontation. Gerade in diesen Zeiten, das gilt für Russland genauso wie für andere Länder, mit denen wir im Moment in schwierigen Verhandlungen sein müssen. Denn nur so, mit Dialog, der gesucht wird, auch aktiv von uns, nur so können wir auch ökologische Standards bei der Frage der russischen Gasförderung ansprechen. Denn es ist ja so, dass wir da durchaus auch ökologische Themen haben, was den Methanschlupf angeht. Und genauso gehört auch zur Diversifizierung auch ein LNG-Terminal. Wenn wir hier also über Souveränität in der Energieversorgung reden, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kann man sagen, ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist eine souveräne Entscheidung Deutschlands für die Versorgungssicherheit. Und auch beim Import von Erdgas aus LNG-Herkunftsquellen gibt es natürlich auch ökologische Herausforderungen zu besprechen. Das haben wir gerade gehört. Ich höre immer wieder, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, LNG ist automatisch gefracktes Gas aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist definitiv nicht der Fall. LNG kann von überall aus der Welt kommen. Und LNG wird sicher gebraucht werden in der weiteren Zukunft, um den Weg eben zu bereiten hin zu 90 bis, von mir aus am allerliebsten, 100% erneuerbare Energien bis 2050. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.